Moin an alle Freunde. Wir wollen heute in die Berge, also ein bisschen weg Achtern Priel hier, wie man so schön im Plattdeutschen sagt. Und da blende ich euch gleich mal eine Karte ein, wo es hingeht. Und dann viel Freude beim Zuschauen. Wir sind jetzt schon einiges aus Manavgat raus und in den Bergen drin. Es hat sich hier sehr verändert. Schon viel abgeholzt worden. Sieht sehr beeindruckend aus, aber da möchte ich nicht gesagt haben, dass es schön aussieht. Also das wird hier doch wohl einiges dauern, bis das wieder grün wird. Aber seht selbst, ich lasse mal ein kleines bisschen die Kamera laufen. Hier links, das sind übrigens so kleine Wasserstellen, die findet man immer wieder mal hier in den Bergen. Da sieht man dann auch häufig, dass die Leute sich ihr Wasser dort auffüllen. Und also schönes, klares Gebirgswasser ist ja auch eine feine Maßnahme. Und hier sieht man jetzt Holztransporter, die das gefällte Holz hier rausholen. Da sind uns eben schon Transporter entgegengekommen. Das sind alles schwarz, die Baumstämme ja, von außen. Aber mit abenteuerlichster Ladungssicherung. Aber das kennt man hier aus der Türkei. Muss ich sagen, ist auch immer wieder beeindruckend, wenn man hier die Landschaft sieht. Wir sind ja im letzten Oktober auch schon mal von der anderen Seite Manavgat in die Berge reingefahren. Da war auch zwar viel, was abgefackelt ist, aber hier ist das noch eine ganze Ecke mehr. Ich hatte wirklich gedacht, durch den Winterregen wäre da schon etwas grüner wieder geworden. Guck mal, wie eine Oase da. Ja. Richtig. Danke. So, jetzt vor uns, sagte meine Frau gerade, habt ihr mitgekriegt, wie eine Oase. Hier vor uns wieder ein Holztransporter, der Holz rausholt. Und das ist hier dann so eine kleine Ecke, wo Gebäude sind. Das muss man ja sagen. Das haben die sehr gut auf die Reihe gekriegt, wo bebaute Häuser waren. Die wurden also sehr gut geschützt. So viel an abgefackelten Häusern habe ich hier bis jetzt noch gar nicht gesehen. Das ist natürlich für die Anwohner sehr schön gewesen. Denn wer verliert schon gerne sein Hab und Gut? LKW hat immer die größeren Rechte, auch alles voll mit Holz. Die Straßenverhältnisse sind hier natürlich nicht ganz so pralle. Aber wir fahren auch eine etwas andere Strecke in die Berge. Ich lasse mich da auch gerne mal vom Navi leiten. Und die Navigation machen wir ja, wie gehabt, Google Maps. Offline-Karten herunterziehen, dann brauche ich da kein Navi mitzunehmen. Und das passt schon. So, wir halten jetzt mal kurz an und ich mache mal einen kleinen
Ausblick. Alles weggefackelt. Aber sagen, die haben ja ordentlich was geleistet beim Abholzen. Die Landschaft fängt an, sich gleich zu verändern. Hier wird es jetzt ein bisschen uriger. Viel Felsen. Nicht so viel abgefackeltes Gehölz. Liegt natürlich auch daran, dass hier nicht zu viele Bäume wachsen. Aber macht jetzt doch einen ganz urigen Eindruck, sowas. Ja, man denkt manchmal, man ist die Ecken hier noch gar nicht abgefahren. Dabei waren wir hier schon zweimal oben. Und es ist natürlich durch die ganzen Bäume, die gefällt wird, oder schon die Bäume, die gefällt wurden, hat man das Gefühl, es sieht ganz anders aus. Aber man hat doch dann immer mal wieder markante Punkte, wo man sagt, Mensch, da bin ich schon mal gewesen. Wir sind auf der richtigen Strecke und das Navi wird uns ja auch nicht belügen. So langsam kommen wir unserem Aussichtspunkt näher. Es sind nur noch ein paar Kilometer zu fahren. Hier sieht es wesentlich schöner aus. Nichts abgefackelt, so wie es früher mal war. Tolle Landschaft. Schaut euch das mal an, ist doch richtig herrlich. Dadurch, dass so viel Holz aus dem Gebirge jetzt rausgeholt wurde durch das Feuer, sind die Straßenverhältnisse wesentlich schlechter geworden. Ist ja klar, wenn die großen LKWs hier durchfahren, dass sie dann erstmal die dünne Teerschicht runterorgeln. Aber die türkischen Fahrzeuge sind solide gebaut, für sowas ausgelegt, schöne Bodenfreiheit. Braucht man sich da keine Sorgen machen. Das passt schon. Und unser Vierter hat eine vernünftige Dieselmotorisierung mit 95 PS. Da ist der Diesel natürlich immer schön, da braucht man nicht so viel rumschalten wie beim Benziner, weil er einen schönen Drehmoment hat. Denn diese ständige Rauf- und Runterschalten, das kann einem auch ziemlich auf den Sack gehen. Richtig Glück, es ist eine Bombenaussicht bis auf die Küstenlinie.
Das werdet ihr ja gleich sehen, wenn wir am Aussichtspunkt sind. Ach, wir sind schon da. Wunderbar. Ja, hundertprozentig. So, wir halten jetzt hier an, wie immer. Und gut ist. Guck dir das an. Träumt ganz Indianerstimme. Also, nun wollen wir mal aussteigen. Und dann zeige ich euch was. Ich hoffe, ich bin trotz des Windes gut zu verstehen. Man kann hier also direkt bis aufs Meer runter gucken. Da haben wir die Stauseen. Ich will euch da mal ranzoomen. Leider Gottes. Die Sonne im Rücken, sodass ich das Display ein bisschen schlecht erkenne. Genau, da haben wir den Stausee. Oberen. Da hinten war da im Hintergrund. Mal sehen, ob wir sehen. Und da haben wir es. Sind jetzt die Hintergrundstauseen vor Manavgat. Sprech mal ein bisschen lauter, damit das besser klappt. So, und hier hinten. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Das ist dann die Meereslinie. Sind wir jetzt so zwischen 11 und 1200 Meter hoch. Man kann sogar im hinteren Bereich noch sehen, dass im Hochgebirge noch Schnee ist. Und wenn man jetzt hier runter guckt, sieht man immer noch wieder größere Flächen, die von den Waldbränden weggefressen wurden. Also es ist eine sehr schöne Tour hier hoch, Fahrzeit, gute Stunde. Und lohnt sich wirklich mal mitzunehmen. Ich meine sowieso, es ist am besten, sich hier einen Leihwagen zu nehmen und dann zu sagen, okay, ich gucke mir mal ein bisschen was an, als irgendwelche geführten Touren. So ist man doch wesentlich flexibler. Grad jetzt. Ist schon recht frisch.